willkommen zu After Dark, hoffentlich zu einer nächtlichen Abendstunde. Hier haben wir uns versammelt, um ein weiteres Mal dem Grusel zu frönen, für die, die sich trauen. Ich habe ein Spiel heute, das wurde mir von vielen von euch schon empfohlen. Die haben gesagt, ey, das ist genau dein Ding. Ich habe mich am Anfang gefragt, warum. Ich dachte allerdings auch, es wäre irgendwie ein VR-Spiel. Ich dachte, es wäre aus der Ego-Perspektive mit so ein bisschen latentem Grusel. Dann stellt sich raus, nein, es ist ein interaktiver FMV-Thriller, also ein interaktiver Film, genauso wie ich es eigentlich ab und zu mal ganz gerne habe. Und ja, wir gehen direkt rein. Hier ist direkt das erste Bild. Viel mehr gibt es am Anfang nicht. Ihr habt also nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt jetzt mal rein in diese für mich doch völlige Überraschung. Aha. Ach, das, das ist so subtil, dass es mir gar nicht aufgefallen ist. Immer diese leichte Leuchte sozusagen deutet den Weg an. Es spielt sich wahrscheinlich auch ganz gut auf einem Tablet. Mit ein bisschen Wischiwaschi. Okay, drehen. Ich muss wohl... Ah! Da musste ich noch nicht mal klicken. So früh schon am Vapen. Okay, are you ready? Mummy and I met many, many years ago in a place called Delphi House. She was a nurse, I was a doctor. At night, we'd tell each other stories. She'd tell me about the future. Wonderful things. Things only she could see. I'd tell her about the past. About a great priestess, marked with a butterfly, who could stare into the fire and see the future. I used to tell her she was magic. Just like the priestess. I think you're magic too. But you're gonna have to prove it. Pick a photograph. Pick your favorite. Da kann man natürlich sich schon fragen, was steht für was, aber ich glaube, die selbstständige, dynamische Frau auf der Linken ist ja alles dasselbe. Wäre jetzt mein Lieblingsbild. Warum? Weil ich heiraten doof finde und... Ja, Kinder sind nicht doof, aber... überhyped. Ja, jetzt traue ich mich aber 2021 hier wirklich nicht mit dem Finger irgendwo anders als vielleicht am Ellenbogen rumzuditschen. Now, close your eyes. Focus your mind. And conjure the power of the ancient priestess. Now find your home again. See if you can guess where your favorite is.
Ob das strahlt, kann ich es jetzt nicht wirklich erkennen. Wenn, würde ich vielleicht sagen, der rechte hat ein bisschen gelblicheren Schein. Aber ich denke, es ist Glück. Ah, die dumme Hochzeit. Oh, Desaster. Don't worry. I still think you're magic. She'll always be with you. Remember that. Even though she isn't here, she's still a part of you. Das war der Schmetterling, nehme ich an. If you could stare into the fire and see the future, what do you think you'd see? Okay, es ist ja eindeutig eine Frau, also kann es eigentlich nur die eigene Mutter sein. Aber warum will die eigene Mutter, warum erschießt die Mutter den Vater? Nachdem sie tot ist. Ist sie tot? Er hat das so, glaube ich, gesagt, oder? Irgendwas war da doch. Es wurde doch angedeutet. Oh Mann, mein Gedächtnis! Dieses winzige kleine Goldfischgehirn. Es kann es sich einfach nicht merken. Wie gerne würde ich den Stream einfach mal zurückspulen, kurz gucken, ansetzen. So. Also bisher finde ich es auf jeden Fall mysteriös. Ich mag auch die Machart. Man hat was zu tun, obwohl doch schon die ganze Zeit Filme laufen. Und ich meine, die Entwickler versuchen es wenigstens. Also wirklich. Jahre später. Beruhigen, loslassen, hineinsehen, rechtfertigen. In den Spiegel hineinsehen, sich selbst rechtfertigen, da erfahre ich wahrscheinlich ein bisschen was. Beruhigen wäre wahrscheinlich das Richtigere. You're just a little girl. Der Nachbar kifft wieder. Ah, da hat er wieder das Bongwasser mitgetrunken. Oh, hier die Foxy Lady. Die will aber rüber. Die könnte aber auch nur so tun. Nee, die scheint da ja zu leben. Aufmachen. Was machen Sie da? Ach, sie hustet so. Ja, natürlich helfen und schön, wie die Zeit langsam verrennt. Das klang aber eher nach einem 68 Jahre alten Bauarbeiter. Als nach einer zärtlichen, zierlichen, kleinen Frau. Was ist das klein? Vielleicht ist sie 2 Meter. Ihr wisst schon, ne? Thank you.
Eine, die hat eine Schmetterlingsshorts an. Oder nein, ist das, ja, das ist natürlich so ein bisschen fast schon Rorschach. Was sehe ich hier? Für mich sieht es wirklich aus wie eine Frau mit einem Schmetterling, oder eine Person mit einem Schmetterling-BH und den passenden Shorts. Na hier der Kopf, ne? Hier ist so ein bisschen die Hand irgendwo hier hinter. Hm, das hier auch, doch, das ist schon richtig. Hier ist nochmal die... Ah, ich hatte das Symbol vorhin nämlich nicht genau erkannt. Nee, genau, es ist andersrum jetzt. Es ist runter und dann hier so Halbmonde und dann noch so ein Strich oder was. Wird man sicher noch brauchen. So. Der Vater und ein Buddy. Haben wir den schon anders gesehen? Nein, der ist neu. Oh. Es wirkt auf euch vielleicht auch ein bisschen doof, weil ihr natürlich das nicht steuert, aber es ist ein bisschen ungelenk, auch weil es so ruckelt, ne? Es hat diesen Delay. Also, die Idee ist toll, wirklich, und ich mag es auch sehr, und vielleicht, na, wahrscheinlich liegt es nicht am Rechner. Der ist gut genug, aber wenn man es so ganz langsam macht, dann geht's. Aber ihr seht ja, da ist immer so ein Zuckeln. Das finde ich super schade, weil eigentlich ist das echt schön. Dass man da so Gestik... Das kriegen andere nicht so gut hin. Exakt, Death Stranding. Wir haben es alle gedacht. Ab jetzt werden wir das immer denken. Da ist doch schon irgendwas Totes, ey. Das tropft doch schon aus der einen Ecke da raus. Sag ich doch. Eine Hand. Na toll, und jetzt hast du den Salat. Das ist jetzt aber schon ein starker Zufall. Miss Mason, I'm Sergeant Blake, the lead investigator on this case. Can I see that? Ich würde genau jetzt das creepy Buch mit genau dem Symbol wirklich nicht. Ich mach's trotzdem, aber das sollte man nicht machen. Überreichen. Überreichen nach oben. Ach, nach oben ziehen, das Ganze nicht. Oh Mann, ey. You draw this a lot. It's Greek, isn't it? Ach komm. Delphic Epsilon. It was on the medallion too. The hand belonged to a Cal Jahar. He worked at Delphi House. I believe you visited there with your father. Did you know he co-founded Delphi House? With this man? Lucian Flowers? We think Mr. Flowers might be a target too. Look. We're keeping watch over at Delphi House. Protection detail. I'll be leading the investigation from there. Right now, it's the safest place for you too. Also es hat sich nicht lange Zeit genommen, um loszulegen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also, wir haben ja eine Hand überreicht bekommen. Und so beginnt die Handlung. Und das sind
echt schöne Übergänge. Die müssten nicht sein. Aber die funktionieren richtig gut. Sehr gut. Sehr lustig. We're probably out for a smoke. Wait here. I'll go check. Ah. Ah. Shining. Hasen- und Hirschkostüme oder Masken. Das ist immer ganz, ganz schlechtes Zeichen, wenn sowas durch die Gänge huscht. Ja, wir beantworten. Gut, dann machen wir den Job halt auch noch. Erica Mason. I've waited a long time to speak to you. Oh, wer, was, wie? Did you like wer? Who is this? You were so alone. War klar. Holding onto your father, covered in blood. He's not who you think he was. Follow the music. Find Elodie Carter. See what he did to her. See him for who he really was. Did you kill that man? Did you send me his hand? He was one of them. He wore their medallion. The one I sent you. Find Elodie Carter. Ja, aber du hast doch trotzdem uns gerade eine Appe Hand geschickt. Das ist einfach egal, ob man recht hat oder nicht, man schickt keine Körperteile mit der Post. Die muss man eher, sollte man eher Hand liefern, Hand delivern. Ja, aber, also es ist schon sehr spannend, die lassen einem wirklich keine Sekunde Zeit, sich zu langweilen, weil immer irgendwas passiert. Und gerade auch so, das Schauspiel ist echt gar nicht schlecht. Die Übergänge und Kameras richtig gut. Also ist natürlich immer noch ein Genrespiel. Also wer mit FMV nichts anfangen kann, der wird jetzt nicht plötzlich hier bekehrt. Aber ich mag's, wie es sich entwickelt. Ah, wieder das Motto. Mr. and Mrs. Johnson, it is with you great sadness that we extend our condolences to you and your family. Tara was such a delightful girl, even at the end. She faced her... Oh, ich kann es schwer lesen. Ah, da. From the office of K. Steinberg, Delphi House. Soll ich vorlesen? Okay. Tiara was such a delightful girl. Even at the end, she faced her challenges head on, and despite her circumstances, which were nevertheless than difficult, she remained
true to herself until the last. Plas find along with this letter her possession's witch. Einfach nochmal? Das ist ja auch ganz schön peinlich, wenn du sowas dann irgendwie schickst. Das ist auf der anderen Seite der erste Versuch. Witch is true until the last. Please find which we are happy to return. Please find enclosed multiple clothes, personal items, numbered, itemized. Ashtray, jewelry, posters, crazy pictures. Okay, links und rechts aufmachen, meine Herren. Alles muss aufgemacht werden. Ey, mein Vater hatte genau so einen alten Sekretär. Mit genau diesen Sachen, genau diesen Schubladen. Ah, der alte Trick. Wie in Big Lebowski. Johar. Ich kann es trotzdem nicht lesen. Hinten ist Ball vor 1015 Obol. Ich habe so keine Ahnung, Alter. Aber das muss ich vielleicht auch nicht haben. Also man muss, glaube ich, entweder einmal klicken oder einfach nur drüber halten. Ja, jetzt zum Beispiel passiert erst was, wenn man drüber... Das finde ich auch sehr smart, so dass man nicht komplett von Anfang an schon alles weiß, wo man drücken kann. Das war am Anfang, hatte man das Gefühl, okay, das wird zu einfach, wenn das so bleibt. So, mit dem Schlüssel... Können wir wahrscheinlich hier drüben jetzt hin? Ja. Ja, also offensichtlich unsere Mutter, Senior Staff Nurse, next of kin, ja, Peter Mason, committed to inpatient care. Was ist denn inpatient care? Also inpatient würde ich jetzt als ungeduldig, das kann es nicht sein. Put on my office. Shouldn't leave around. Shit! Nein. Ah, und weiß es auch noch. Jetzt wird alles sehr unangenehm. See, you found someone. Okay, ja, komm, Mann im Empfang. He's a creep. Zeig das mit dem Symbol. Zeig doch das Symbol. Troller! Er hat ein Tattoo! Wie die Hand an dem Ring! Die abgehackt und geliefert wurde. Blake. I'm leading the investigation. Haben Sie zufällig ein Tattoo? It's a ballad. Well, perhaps you'd like to ask this young lady what she was doing in my office. I'm sure she was just looking for you.
Na, sie könnte aber zumindest auch ein bisschen mitspielen, oder? Sergeant Blake, I'm Rosa Ballard. I suppose you already know the Chief Inspector. Sir, this is Erica Mason. I'm sorry we're meeting in such difficult circumstances. Is there anything we can do to make you feel at home? It's okay. I appreciate what everyone's doing. Come on. I'll show you the way. I suppose you don't remember me. I worked with your father. I used to look after you when you were little. You knew my parents? Of course. Your dad taught me everything I know. And your mum, she was incredible. Brilliant nurse, so smart, funny. Anyway, this is you. You might recognize it. Mr. Steinbeck, the night manager, will be downstairs if you need anything. Hidden Faces. Aber ich würde das gerne mal nochmal angucken. Das sah lustig aus. Diese Öffner, die gefallen mir. Okay. Was ist das für ein seltsamer Koffer oder was das sein soll? Ja. Und klick. Ach so, okay, nach da. Ja, Platten. Das kennt ihr jungen Leute ja gar nicht mehr. So, Aria Fodelphi. Die ist sicherlich wichtig. Da ist wahrscheinlich was versteckt irgendwo. Mach mal auf, komm, da ist irgendwas drin. Oder die Musik selbst ist die Lösung. Du bist ein kleiner Vandale. Aber sie hat doch gerade hier den alten Eichentisch angekratzt. Bin ich auch noch belohnen, dafür gibt's auch noch Geschenk. Bad Parenting 101. Okay, und dann raus, genau, raus damit. Aufreißen. Oh, Creo John, es ist creepy. Von null auf creep. Irgendeine komische Puppe in irgendeinem komischen, sehr komischen Haus. Puppe im Vogelhaus. Das ist doch nicht geil. Das macht doch keinen Spaß. Da kannst du nicht. Das ist ja, was ist das jetzt hier?
Da ist das Tattoo. Nee, ach, der Butterfly. She's just like you. Okay, also sie ist jetzt hier in dem No. Heim. Not the carpet. It's clean. Okay. Das macht sie gut. Da hat die Schauspielerin aber auch gedacht, das wird der große Durchbruch hier, wenn ich mit diesem Rolldingens einfach mal... Wie lange soll ich das machen? Ja, mach's mal so, weiß nicht, wie lange die Leute, vielleicht schwallte einer noch mal 10 Minuten vorher drüber. Mach's mal so 20 Minuten. Einfach mal 20 Minuten lang gut den Boden rollen. Und da hat sie sich die ganze Zeit gedacht, das ist es jetzt. Ich muss das nur gut spielen. Ich weiß nicht, warum das, was, also darf ich hier jetzt nicht rüber? Hey! Kirsty, I said you could help, but if you're going to be cleaning, I need to be here with you. No cleaning without supervision. Okay, schon direkt Freunde gemacht. Ich will Ärger, ich mach direkt Stress. Can you put that out? It's upset you. Do you want to come here and talk about it? Come on, Toby. I'm trying to play. Leave the girl alone. Whatever. Hey, Deathwish. Over here. Don't mind her, she's got emotional problems. Hurry up and die, Hannah. I'm doing my best. What are you playing? This. Aria for Delphi by, some guy. I don't know. I've never heard of him. Here, take a seat, let me show you something. Do you see this bit? It's simple. Four notes. Bum, bum. Bum, bum. I'll do the rest. Oh, ihr habt doch eben schon Klavier gespielt. Jesus.
thirsty. It's okay. She's right. Can you maybe go and get someone? She said that's new. Ah, es ist unangenehm. Kirsty likes to be the center of attention. So wide-eyed innocence until she doesn't get her own way, and then it's... Stop that! Erica, Sergeant Blake's here. Needed in the main office. Come in. My God. Erica Mason. You look just like your mother. Last time we met, you could barely see over the desk. I'm Lucien Flowers. I set this place up with your father. Please. It was a long time ago. I don't really remember. I don't blame you. I can barely remember yesterday. Did you sleep okay? I know the old place can take a bit of getting used to. I have a question about my mother. Yes. I don't wish to make you uncomfortable, but this is a hospital. Our patients are entitled to their privacy, no matter the circumstances. She's my mother. I have a right to know. I understand. But in future, if there's something you want to know, please just ask. Your mother had epilepsy. When she became pregnant, her condition grew worse. She was recommended bed rest and so resigned. She asked that we look after her until she came to term. You were born here, just down the hall. I know it's very difficult for you to be here, and it's not much, but I brought you something. It was your father's. Your mother gave it to him on their wedding day. I just kept hold of it. Hey. Sorry about that. I was just getting an update from forensics. Erica, it's extremely likely whoever killed your father killed Mr. Johar. There may be some other victims as well we don't know about. It's likely they'll try and kill again. Are you sure? There's no public appeal. Nothing in the press. The chances of this being a copycat are extremely low. Honestly, we don't have much to go on. But Mr. Flowers has a suggestion. It might help you remember the face of your father's killer. Nightmares, a silhouette, a woman with a gun, but that's it. It's like therapy. It was developed by your father, and it might be able to help you with your nightmares. It's completely painless. Okay. Okay, I'll do it. The images you're going to see are designed to relax you and open up your mind. Your father designed regression therapy to help our patients face their trauma. The first one is just a test.
When you see it, just say whatever comes into your head. Ah, mal Ruhe haben. Peace. Okay, great. If you remember anything important, just write it down. I know revisiting trauma can be difficult, but you're perfectly safe. Let's begin. Aus irgendeinem Grund Parfüm, aber Parfüm. Weil die so grell sind irgendwie. Sekte, Ruhe, Schuld, Glaube, naja, ein Kreuz, dann ist es Schuld. Schwierig, ne? Farben. Das einzige nicht brutale. Gefahr? Ich kann das teilweise alles gar nicht schnell genug lesen. Ich konnte es gar nicht schnell genug lesen. Schnitzen! Schlitzen! Spitzen! Das ist aber nicht normal. Nein! Das ist so ein bisschen wie jemand, der Hula Hoop tanzt. Hey, ich kann Hula Hoop. Hey. Und aus, weil ich Hula Hoop kann, ist unten... Was? Ach, ich muss... Ich will aber nicht dem seine Brustplatte aufmachen. Maske weg. Ich sag's doch, es ist die Mutter. Und ein Teil der Mutter ist ja auch in uns, wurde uns gesagt. What just happened? You were drawing. You were drawing the whole time. Why did you draw her, Erica? Why did you draw your mother? Your mother told me this place was her whole life. She worked here, fell in love here, had you here. Later, she died here. Dr. Ballard suggested that I show you this. Putting yourself through that was incredibly brave. It's not surprising that you saw your mother. It's a process, Erica. It takes time. You can't blame yourself. I want to try again. You need to rest, clear your mind. We can try again another time. Come on. There's something I want to show you. You'll need these. Okay, die hat ihren eigenen Stein bekommen im Garten. Das ist doch schon etwas.
Ja, okay. Soweit steht da jetzt aber auch nichts Spannendes drauf, also nichts, was uns weiterhilft. Your father had the oleander planted in your mother's memory. They were her favorite. They've always brought us luck. Get off me! Leave me alone! Get off me! Sorry. Sometimes the girls have difficult days. But some of us like to keep it buried deep down inside. Hannah, I didn't think you'd be up. This is Erica Mason. She'll be staying with us for a while. I saved her from Toby by heroically bleeding all over the piano. I'm taking these to Doc Ballard. We're making perfume. Ah. Fuck off! What is wrong with you? Well, you could always go hang out with Toby. Actually, they're about to serve lunch. It's quite a spread. Why don't you go and grab yourself a bite and maybe meet some of the other girls? Ich glaube, bei ihr mal gucken hier. He doesn't love a good old soggy sandwich in the company of strangers. I guess I could go meet some other girls. No, not the cake. They're watching. Have the fruit. They like it when you have the fruit. What do you mean, they're watching? They're always watching. They want to know if we can see what they're hiding. Aren't you hungry? You have to eat. If you don't eat, you'll waste away. And we have work to do. You missed a spot. Here. What's with the restraints? We all need to be kept safe. Sometimes from each other. Sometimes from ourselves. Jam the door. Ach, komm. Entsperren. So ein Quatsch mache ich gar nicht erst mit. Das bringt doch eh nichts. Ah. Ja, warum gibst du mir dann die Option? Einfach nur, mich zu beschäftigen. But they'll come. They always do. Who? Who's coming? They're all part of it. If you saw the flowers, you'd know. Aha, okay. Be good or they'll hurt him. Shh. Ja, aber warum seid ihr überhaupt rein? You know you're not supposed to have the door closed. It's okay. The mop fell, but I fixed it. Erica was helping. Look under the pillow. What are they hiding, Kirsty? Why are they watching us? They come in the night and show you the animals. Then they give you the pink stuff and you forget. Look under the pillow. You'll see. Das Komische ist doch auch, weil ich mich die ganze Zeit frage, wie sind wir denn da hingekommen? Sind wir nicht am Anfang, haben wir nicht eigentlich die quasi die Platte aufgelegt und plötzlich waren wir hier? Oder? So war das doch.
Also jeden Tag dasselbe gemalt, dieselben Tiere, alles gleich. Und wahrscheinlich ist dann immer wieder vergessen. I like the rabbits best. They're my favorite. Herausfordern. What are you doing? Jesus, you scared the crap out of me. It's from Doc Ballard. A little housewarming present. Perfume. Ah, ja, mit dem Suff. Thank you. Ah, das ist ja, was ist das denn? So nicht zum nice Trinken. To have a new face around. Ach, das ist hier so. Ah, okay. Wir erinnern uns ganz am Anfang, da gab es ja auch diese lilafarbenen Verdampfer, Diffuser, und ich glaube, das ist nicht gut, das sollte ich ablehnen. Ich hätte stattdessen wahrscheinlich mein eigenes Parfüm machen sollen. Wegwerfen. Ha! So. Ich hätte wahrscheinlich wirklich Parfüm machen können und das dann austauschen können dagegen oder so. Aber hätte ich mich mit ihr nicht getroffen, würde ich jetzt ja nicht wissen, dass die alle so weird und komisch sind. Wobei, eigentlich müsste ich es immer noch wissen, weil am Anfang ja auch der Typ das Tattoo hat. Und wo ist eigentlich dieser Polizist? Der kommt immer so gelegen. Manchmal ist der einfach da. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Der wird ja gar nicht so richtig etabliert, warum der da ist. Der ist einfach nur manchmal da und manchmal nicht. Habe ich das Gefühl. Vielleicht bilde ich es mir auch noch ein. Looking everywhere. You've got mail. Looks expensive. Oh, it's so pretty. Open it. Ah, dieselbe creepy Puppe. Ja, sie hat auch den Schmetterling. Nehme ich mal an. Was? Ah, ein Hautfetzen. Hautlappen. Da blutet sie aber mal wirklich zurecht. Oh, es wird ja immer schlimmer. Okay, das ist dann wohl auch Epilepsie, nehme ich an. Oder zumindest... Kann ja alles mögliche sein, aber das hat hier ihre Mutter auch. Vielleicht ist das mit der Epilepsie so eine Art Nebenwirkung von den Dingen, die sie da mit den Kindern machen. Ah, echt? Die war von dem Dude? Das ist quasi der Armhobel von dem Rezeptionisten. Okay, tja. Jetzt guckt er nicht mehr so. Guckt er nicht mehr so frech. Box was mailed yesterday. Hardcore. We're still trying to get a description of the sender. Here, take a look at this. That's Carl Steinbeck's place, the night manager. Entschuldigung, ich muss lachen, weil für mich sah es gerade so aus, als ob
Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Aber es sah gerade so aus, als ob der Typ dahinter am Schreibtisch einfach so ein ganz großes Bild quasi so hält. Und es einfach so hält. Einfach ein großes, ausgedrucktes Foto. Ja, aber das ist ja jetzt völlig, völlig weird, was jetzt gerade hier passiert ist. Ist einfach so ausgegangen. Das ist aber mal geil. Naja, gut. Ich wollte eher an dieser Stelle zumindest eine Pause machen, beziehungsweise auch erstmal Schluss für heute. Denn wir haben, glaube ich, einen ganz guten Einblick ins Spiel bekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange es geht. Es geht wohl nicht so mega lange, aber wir waren auch noch nicht am Ende. Ich finde, dass gerade diese Streichsteuerung eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man es später raus hat und ja, sich nicht zu schnell bewegt, sondern so ein bisschen das Wischen mit einem Finger auch versucht nachzuahmen. Desto weniger ruckelt es, ist mir aufgefallen. Ja, ansonsten ist es schon nicht schlecht. Es ist natürlich, wie gesagt, das, was man erwartet. Es ist ein FMV-Spiel, also nur innerhalb dieses Genres ist es gut gespielt. Kulissen, Set, Anschluss, Übergänge, Story, auch Musik und oder eher dessen Fehlen in diesem Fall. Aber es war schon, wenn sie da war, ist sie merklich. Eigentlich alles richtig gut. Und auch eine Story, die mich durchaus noch weiter beschäftigt oder noch weiter interessiert. Das kann ich sagen. Erstmal danke an alle, die mir das als Tipp gegeben haben. Ob wir es noch weiterspielen, will ich auch jetzt so direkt nicht sagen. Ich meine, es ist ja nicht so lang, ne? Das kann man schon machen. Aber ich weiß gar nicht, ob euch das gefallen hat. Deswegen warte ich nochmal ab. Machen wir erstmal Schluss. Danke dafür und für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß mit Rocket Beans. Wir sehen uns dann beim nächsten After Dark wieder hier mit mir und diesem Mond.